Eine einfache Mahlzeit pro Tag. Tortillafladen aus Mais mit Bohnen. Für Gloria und ihre Familie in Honduras ist das nicht selbstverständlich, so wie für einen großen Teil der Landbevölkerung in ganz Lateinamerika. Mehr als die Hälfte der 4 Millionen Kleinbauernfamilien in Honduras leben in absoluter Armut. Doch selbst wenn das Essen reicht, sterben viele Menschen an heilbaren Krankheiten. Hunger und ein marodes Gesundheitssystem, diese beiden Probleme hat die Corona-Krise noch einmal massiv verschärft. Leben auf dem Land ist hier vor allem ein Kampf ums Überleben. Es gab eine Zeit, als wir uns alles kaufen mussten, den Mais und die Bohnen. Es reichte gerade mal für eine Tortilla für jeden pro Tag. Das ist nicht genug. Man macht sich sehr große Sorgen, weil man denkt, verdammt, meine Kinder müssen ins Bett gehen, ohne Abendessen. Sie müssen ins Bett mit Hunger. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Freies Amerika. Wie ist die Situation des Covid-19-Virus in Honduras? Wir wissen, dass die offiziellen Todeszahlen überhaupt nichts zu tun haben mit den tatsächlichen Zahlen. In den ländlichen Regionen gibt es sehr viele Kranke, aber auch sehr viele Menschen, die hungern. Es ist wahrscheinlich, dass der Hunger die schlimmsten Ausmaße in der Geschichte von Honduras erlangen wird. Dies führt dazu, dass die Menschen aufgrund ihrer aussichtslosen Situation versuchen, fortzuziehen. Como consecuencia de su desesperada situación. Der vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützte Radiosender Radio Progreso um Padre Melo ist einer der letzten freien Sender im Land und das wichtigste Sprachrohr für die Interessen der Bauernfamilien. Deren einziges Mittel der politischen Teilhabe bleibt der Protest. Journalisten und soziale Anführer werden bedroht und ermordet. Die autoritäre Regierung bekämpft sie mit aller Macht. Entscheidend für den Radiosender ist deshalb die finanzielle Unterstützung und die Aufmerksamkeit, etwa in Deutschland. Die Familien auf dem Land sind zu einer minimalen Ernährung verdammt. Aufgrund der prekären Ernährungssituation besitzen sie nicht das nötige Immunsystem, um Krankheiten abzuwehren. Es ist ein Volk, das hungert. Ein krankes Volk. In den Gesundheitszentren gibt es nicht genügend Medikamente. Es gab sogar Fälle, wo sie uns Tabletten gaben, die sie mit Mehl gefüllt hatten. Es starben sehr viele Menschen. Krankheit und Migration. Die Landbevölkerung im Norden Argentiniens kennt dieselben Probleme. Auch hier fehlt den Menschen die notwendige Infrastruktur, von der Gesundheitsversorgung bis zum Strom. Viele ziehen weg und hinterlassen ganze Geisterdörfer. Nachdem ihr Vater an einer einfachen Grippe starb, wurde Antonia bereits mit 10 Jahren zum Arbeiten in die Stadt geschickt, wie so viele Kinder in Lateinamerika. Hier gab es keine Ärzte. Wir mussten viele Opfer bringen, um hier zu leben. Wir hatten keine Elektrizität. Es gab nichts. An dem Tag, als mein Vater starb, schickte mich meine Mutter zum Arbeiten in die Stadt. Ich wollte aber immer nur hier leben. Ich weinte sehr viel, als ich gehen musste, aber meine Mutter sagte mir, dass es nicht mehr genügend Essen für mich gäbe. Padre Lucas schafft den Menschen die Voraussetzungen, damit sie auf ihrem eigenen Land glücklich werden können. Ganze Dörfer versorgt er mit Strom und Internet durch den nachhaltigen Bau von Solarpanels. Möglich wird das durch die Unterstützung von Adveniat und vor allem seiner Spenderinnen und Spender. Die neue Infrastruktur ermöglichte es auch Antonia, ihren Lebenstraum zu verwirklichen und in ihr Heimatdorf zurückzukehren. Zurück zu ihrer Familie und der Natur, die sie so liebt. Sie konnte ihren Mann überzeugen, hier ein kleines Haus zu bauen. Mein Mann zieht mit mir hierhin, weil wir jetzt Strom und Internet haben. Ohne das wäre er ganz bestimmt nicht mitgekommen. Ich will jetzt das Leben leben, von dem ich von klein auf immer geträumt habe. Mein eigenes Haus zu haben und mein eigenes Essen anzubauen. Dank Gottes Hilfe habe ich das heute. Thank you.
Vineyard für die Menschen in Lateinamerika.